Nach der feierlichen Indienststellung der Fregatte Rheinland-Pfalz am 13. Juli 2022 durfte ich dem Kommandanten der F-Charlie-Besatzung, Fregattenkapitän Rappelt, noch einige Fragen stellen, die ich euch nicht vorenthalten wollte. So, bei mir ist jetzt der Kommandant der frisch in Dienst gestellten Fregatte Rheinland-Pfalz. Herr Kapitän, ganz kurz gefragt, wie geht's Ihnen? Das ist ein wunderbarer Tag, der mit sehr viel Freude verbunden ist für mich, für meine Besatzung, für die anderen Besatzungen F-125 hier im 4. Fregattengeschwader, weil wir einen wichtigen Zwischenschritt erfolgreich jetzt absolviert haben, alle 4 Schiffe im Dienst haben und freuen uns auf die nächsten Aufgaben. Sie sprachen gerade an nächste Aufgaben. Was sind denn jetzt Ihre nächsten Aufgaben? Wie geht es denn jetzt für die Besatzung weiter? Ja, nach der heutigen Indienststellung folgt eine kleine Ruhephase, aber es geht schon zum frühen Sommer weiter mit den nächsten Manövern, Einsatzausbildung. Wir werden Systeme erproben, Schießvorhaben durchführen, bis hin das Schiff auch in die U-Jagdrolle zu bringen bis zum Ende dieses Jahres. Also wichtige Zwischenschritte auf dem Weg der Einsatzreife für die Klasse im nächsten Jahr zu erreichen.